Willkommen zurück. Wie mache ich denn jetzt weiter? Ich sammle nochmal geschwind etwas Holz. Wie gesagt, das brauchen wir für alles Mögliche, für Leitern, für unser Gebäude an sich. Um Stöckchen zu machen. Dann sammle ich hier schön die Setzlinge mit ein, dass ich dann auch wieder aufforsten kann. Geh mir aus dem Weg, sonst landest du auf der Herdplatte. Ja, dass man zwischendrin immer mal wieder einfach nur unterwegs ist und die ganze Zeit Rohstoffe einsammelt, das ist in Minecraft ebenso. Weil ohne Baumaterial kann man nichts bauen. Klingt irgendwie logisch, oder? Ich glaube, das soll es jetzt auch gewesen sein mit dem Holz. Das wird erstmal für die nächste Zeit reichen. Das ist schon ein stattlicher Turm. Gut, dann setze ich jetzt noch ein paar neue Bäume, dass ich später wieder Holz hier... Ach, das ist ein angewachsener Baum. Da hinten sind noch mehr Pilze. Ich setze die hier nicht irgendwie nach einem Plan oder so, sondern relativ willkürlich, nicht zu dicht aneinander, damit es nicht zu schattig und dunkel wird. Aber hier zum Beispiel ist jede Menge Platz für Bäume. Dieses Teil da hinten, das macht einen irgendwie neugierig, was denn da drin ist. Allerdings ist es gut möglich, dass da drin auch Monster spawnen. Also um an die Kohle zu kommen, müsste man ganz schön Aufwand treiben. Ob ich das Ding mal erkunden werde in nächster Zeit? Ach, guck an. Da hinten ist ein Bienenstock. Na, dann sollten wir mal zügig unseren Imkerhelm herstellen. Dazu brauche ich allerdings Metall. Und Metall habe ich noch nicht gefunden. Weil ich weder eine Höhle erforscht, noch mir selbst eine Mine angelegt habe. So, hier sind noch mehr von den Setzlingen. Die fallen immer aus den Blättern, wenn man... Also Blätter zerstört sozusagen. Oder wenn man Bäume fällt, dann fällt ja quasi nach und nach die Baumkrone zu Boden und da fallen dann die Blätter raus. Das da hinten ist eine Blume. Ich dachte, da wäre etwas. Ah ja, es wird schon wieder langsam dunkel. Ja, sieht so aus, als müssten wir uns wirklich mal eine Mine anlegen. Problem dabei ist, also ich könnte im Keller hier nach unten graben und richtig eine Mine anlegen mit verschiedenen Stollen in verschiedene Richtungen und in verschiedenen Tiefen sozusagen. Dazu brauche ich dann allerdings auch, bräuchte ich auch Kohle, um das mit Fackeln ordentlich auszuleuchten. Und das bisschen hier wird nicht reichen. Wie war das da oben? Gab es da noch... Was? Ne. Kohle gibt hier leider keine mehr. Also mit den paar Stücken Kohle, die ich noch habe, weiß ich natürlich nicht, wie weit ich da komme. Aber das kann ich ja mal im Prinzip ausprobieren. So, was ist hier?
Gut, ja. Die Glasproduktion. Also ich muss mich mal hier ein bisschen besser organisieren. Da schmeiße ich dann einfach ein bisschen was hier in die Kiste. Die Wolle zum Beispiel können wir damit dazu tun. Das müssen wir nicht immer rumschleppen. Das Holz und die Kohle behalte ich mal. Die Stöcke behalte ich auch mal. Das fertige Holz behalte ich auch mal. Hier habe ich noch die Pilze. Die restlichen Setzlinge. Feuerstein. Das tue ich da auch mal mit dazu. Braune Wolle. Da kommt schon ganz schön was zusammen. Das Glas kann ich auch erstmal hier lassen. Steine könnte ich im Prinzip mitnehmen. Pff, der Kies, keine Ahnung. Die Federn brauche ich auch nicht. Ja, mir fehlt wirklich Metall, sonst hätte ich, glaube ich, schon fast. Na, ich glaube, da fehlt immer noch was, um diesen Imkerhut zu basteln, dass ich gefahrlos den Bienenstock einsammeln kann. Und meine Waffe, die ist auch bald kaputt. Meine Werkzeuge hier sind auch nicht so üppig mehr. Ledervorräte sind auch nicht so toll. Ach, es ist schon dunkel geworden in der Zwischenzeit. Ja, hier unten im Keller, wie gesagt, könnte ich dann meine Grabung anlegen. Ach, wieso nicht? Vielleicht habe ich ja Glück und finde was, ohne sonderlich tief graben zu müssen. Was ich jetzt erstmal mache, ich erweitere diese Kiste. Aber nicht hier, sondern an der Werkbank. So. Eine Kiste. Ich die jetzt neben die vorhandene Stelle, habe ich quasi eine doppelte. Ah, da ist dann auch deutlich mehr Platz drin. Also ich habe noch eine unbenutzte Steinschaufel. Jetzt mache ich erstmal als Basis nochmal ein paar Stöcke. Die brauche ich ja auch für Fackeln. Und das Holz hier in seiner Rohform dient eigentlich nur zur Dekoration. Deswegen. Gut. Deswegen kann ich es auch gleich in Bretter umwandeln. So. Noch mal ein paar Stöcke draus machen. So, das sollte erstmal reichen. Dann habe ich den Stein noch im Gepäck. Perfekt. Dann mache ich mir nämlich ein paar Steinwerkzeuge. Also auf jeden Fall noch mal eine zweite Schaufel. Einfach, brauchen wir nämlich nur das hier. Na, warum ich das jetzt mehrfach gemacht habe, obwohl ich nur zwei haben will, keine Ahnung. So, eine Axt werde ich beim Mineanlegen erstmal nicht benötigen. Da reicht die, die ich habe. Aber mit der hölzernen Spitzhacke komme ich nicht weit. Das heißt, da mache ich mir auch nochmal die ein oder andere. Also die werde ich jetzt am Anfang benutzen. Dann hier eine Steinspitzhacke und eine Ersatzspitzhacke quasi. Gut, Schaufeln. Die Schaufel lege ich mir mal dahin. Dann, was brauche ich noch? Das Schwert wird nicht mehr lange halten. Das heißt, ich mache mir mal ein Ersatzschwert. Mal aus Stein. Okay, das sieht aus wie so ein Streitkolben. Ist aber ein Steinschwert. Dann habe ich das. Wunderbar. Leitern helfen in einer Mine natürlich auch. Und dann muss ich die verbliebene Kohle. Da muss ich mal Fackeln draus machen. Ja, mache ich erstmal 24. Nicht alles verbrauchen. Gut, Essen habe ich. Rüstung habe ich noch keine.
Dazu bräuchte man auch schön Metall oder eben das Leder von den Kühen, um sich eine kleine Rüstung zu machen. Aber so sieht das ja schon mal nicht schlecht aus, meine Ausrüstung hier. Dann, genau, hier habe ich jetzt das wieder aufgegraben. Allerdings gibt es hier überhaupt keinen Weg nach unten. Und ich müsste dann jetzt die Leitern verwenden. Ah, das ist ja ärgerlich. Ich könnte natürlich hier die vorhandenen Leitern abbauen. Erstmal und später wieder setzen. Aber ich habe oben mein Bett stehen. Viele Stöcke habe ich denn noch? Dann muss ich mir schnell noch ein paar Leitern machen. So, habe ich 14 Stück. Ja. So belasse ich es erstmal. Dann setze ich mir einfach hier eine hin. Das müsste schon reichen. Wunderbar. Ach, schau an. Da ist noch die alte Leiter sozusagen. Wunderbar, sammle ich die wieder ein. Dann eine Fackel sollte hier reichen. Jetzt muss ich mal von den Ausmaßen gucken. Das ist natürlich ungeschickt mit der Fackel hier. So. Das heißt, die mache ich vielleicht einfach hier oben hin. Und hier komme ich auch nur mit der zweiten Leiter raus. Okay, hier ist es immer noch relativ düster. Hier nur die Tür beleuchtet und die eine Seite. Also die Idee, die Säule hier als Lichtquelle zu benutzen, ist, glaube ich, ganz nett. Dann ist sie wenigstens zu was gut. Und damit kann man ganz schön den Raum ausleuchten. Das sieht doch ganz nett aus. Also ich höre aber auch gar keine Monster. Irgendwie merkwürdig. Gut. Ach so, ich wollte doch. Mann. So. Also unten von Fuß der Leiter geht es 3 nach links und 3 nach rechts. Ah ja, das können wir ja mal so machen. Also hier ist das Feld, wo ich stehe. Eins, zwei und dann noch eins in die Richtung. So, jetzt hat der Keller zumindest mal die richtigen Ausmaße. Wunderbar. Zumindest nach links und rechts. Na, dann die andere Richtung natürlich noch nicht ganz. Zwei. Drei. Jetzt hängt die Fackel natürlich wieder schlecht. Die stelle ich jetzt am besten mal. Die hänge ich jetzt mal. Hänge ich einfach mal zwei Stück hin. So. Die sind erstmal in Ordnung. Ah. Da habe ich jetzt ein Monster gehört. Na, was ist denn das hier mit der Leiter? So. Dieses Geklapper, das kommt von Skeletten. Ach, direkt vor der Haustür ein Creeper und da hinten ein Skelett. Okay, die Monster sind doch noch da. Und die Episode ist schon zu Ende. Dann bis zum nächsten Mal.